Hallo ihr Lieben, ja, ich habe heute weitere tolle Swatches für euch und da ihr scheinbar mein Gequassel in den letzten Videos ziemlich vermisst habt, habe ich mir gedacht, ich erkläre euch jetzt einfach ein bisschen was zu den neuen Nagellacken und würde sagen, legen wir auch direkt los mit den wunderschönen Farben. Die erste Farbe ist ein schönes Silber, der nennt sich Must Have Stilettos und ist, finde ich, ein recht hübscher Nagellack, der aber nicht wirklich deckt auf eine Schicht, das heißt, da steht auch drauf, man braucht mindestens zwei Schichten. Und dann geht es schon weiter mit einem wunderbaren Bordeaux-Dunkelrot, den nennt sie First Class Upgrade. Und der ist ziemlich deckend und hat einen sehr dunklen, edlen Farbton, finde ich, mit leichtem Schimmer drin. Dann haben wir hier einen grau-metallic-bräunlichen Farbton, der nennt sich Out of the Dark. Und auch dieser ist sehr, sehr schön deckend, also wie man sieht, in einer Schicht sieht er schon mal wirklich schön aus und auch richtig toll metallisch. Jetzt zeige ich euch die drei dann nochmal eben ein bisschen genauer, da sieht man sie, finde ich, ganz gut mit den Effekten. Der nächste Lack ist dann komplett ohne Glitzer, Schimmer oder ähnlichem, aber dafür ein sehr schöner Farbton mit dem Namen Rage the New Beige, also ich glaube, man spricht so. Und ja, der ist, finde ich, auch wieder sehr hübsch und vor allem wunderbar deckend, wie man sieht. Den habe ich auch schon getragen und zwar in einem Nageldesign, das ich euch gerne in der Infobox verlinke. Und der ist wirklich wunderschön. Und auch der nächste ist wieder komplett ohne Glitzer oder ähnlichem. Der nennt sich It's Time for Lavender und ist auch wieder ein ganz toller, wunderbar deckender Nagellack mit einem wunderschönen Farbton, wie ich finde. Also gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir hier zu einem der wenigen knalligen Farbtöne der neuen. Das ist ein wunderbares Lila und der nennt sich irgendwie Be My Violettine. Also die Namen sind echt immer so ein Quieken, finde ich. Ja, der ist auch wahnsinnig gut deckend, also wieder in einer Schicht ohne Probleme. Sowas mag ich besonders einfach wahnsinnig gern. Und hier sieht man sie nochmal, eben die drei ohne Glitzer. Dann geht es schon weiter mit einem, ja, auch wieder schimmernd metallischen Nagellack. Da steht aber auch wieder drauf, in zwei Schichten deckend. Der nennt sich Blue and a Half Man. Ich denke, der ist an die Sitcom angelehnt vom Namen her. Und wie man sieht, deckt er absolut gar nicht. Von daher kam ich mal auf die Idee, den einfach mal als Topper zu verwenden und habe ihn jetzt hier mal aufgepinselt. Und ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Also da kommt der Effekt einfach wunderbar rüber. Und man sieht jetzt hier nochmal den Vergleich. Auf der rechten Seite seht ihr den an zwei Schichten und auf der linken war er eben jetzt gerade als Überlack. Und das hier ist ein wunderbarer Grauton, Grey Day oder so ähnlich. Und ich bin jetzt nicht so der Grau-Fan, aber deshalb finde ich ganz nett aus. Ist auch sehr metallisch und in einer Schicht soweit deckend. Da könnte man auch eine zweite verwenden, aber es geht auch in einer. Dann haben wir hier wieder einen Lack, der nicht so gut deckt. Leider habe ich jetzt hier die Kamerascharfstellung nicht hinbekommen. Der nennt sich Mint the Gape oder so ähnlich. Und hier seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel auf der hellen Unterlage mit diesem hellen, schimmernden Lack. Und deswegen habe ich auch diesen einfach mal auf einem anderen Nagellack nochmal übergepinselt. Ich finde, der harmoniert wunderschön mit diesem Braunton, den ich jetzt euch gerade hier zeige. Also das sieht richtig toll aus und kann ich mir sehr gut auch für den Herbst vorstellen. Also oben eben in einer Schicht und unten dann als Topper sozusagen. Und ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Also da kann man die echt auch sehr gut verwenden. Außer man will einfach den Nägel hell, dann geht es auch ganz gut in einer Schicht. Ja, und hier habt ihr sie alle nochmal zusammen auf einen Haufen. Ich finde, das sind sehr schöne Herbstlacke. Die treffen natürlich jetzt die Jahreszeit ganz gut im Herbst und Winter. Und jetzt für den Sommer bin ich aktuell noch nicht so ganz von den Farben überzeugt, aber bei dem Wetter momentan könnte man sie schon tragen. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit den Catrice Luxury Lacquers. Ich glaube, man spricht so. Und da haben wir jetzt einmal einen wunderschönen Silberton. Also der erinnert mich wirklich so an so eine Weihnachtsglitzerkugel in Silber. Der nennt sich It's Showtime. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu diesem Nagellack. Und das sind jetzt eben diese Glitzer-Topper. Das heißt, die sind nicht deckend, auf eine Schicht auf keinen Fall. Also besser als Topcoat geeignet oder in ganz vielen Schichten, vielleicht dann drei oder vier auch mal deckend. Hier seht ihr den blauen und ich zeige euch hier auch gerade nochmal den Deckel, weil das finde ich ganz cool. Den kann man nämlich abziehen und hat dann halt, wenn man nicht so ein Fan von eckigen großen Deckeln beim Lackieren ist, kann man da sich dann ja mit bisschen mehr Fingerspitzengefühl ans Lackieren wagen. Finde die Idee ganz gut, glaube das haben Chanel auch oder diese Lacke. Und das ist jetzt eben der Blauton. Der heißt übrigens Blue Skyfall und den habe ich auch schon in einem Nageldesign verwendet mit dem anderen zusammen und das sieht wunderschön aus, finde ich. Also ich finde den richtig toll, diesen Nagellack. Dann kommen wir zu einem lilaren Farbton und zwar mit so ganz schönen Holoflakes drin. Also die sind so ein bisschen bunt holographisch.
Der nennt sich Let's Get Lost in Vegas und finde ich richtig cool. Das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen, dann im Winter oder so, wenn es dann wirklich schon schneit, dann passt sowas. Jetzt haben wir einen meiner allerliebsten Farbtöne, den finde ich richtig genial. Der nennt sich Plum Fiction und ich finde den so schön. Also das ist wirklich einer meiner Favoriten. Jetzt vor allem eben für den Herbst. Der hat so einen schönen bronzefarbenen Effekt irgendwie drin. Das sieht einfach nur genial aus und der deckt auch, finde ich, schon relativ gut, obwohl es ein Topcoat ist und deswegen absolut genial. Und hier haben wir noch ein rosa, ja weiß ich, altrosa, Lost in Roses oder so ähnlich. Und den finde ich auch sehr hübsch, aber halt eher ein bisschen dezenter. Für die, die es nicht so auffällig mögen, ist der bestimmt sehr gut geeignet. Dann kommen wir zu meinem zweiten Favoriten, der ist nämlich auch der Oberburner. So ein richtig schönes kupfer-bronzefarbenes Teilchen. Der nennt sich Bronze Upon a Time oder irgendwie so und das finde ich auch einen echt coolen Namen. Das ist im Übrigen der einzige, der jetzt hier nur eine Glitzergröße hat und nicht diese verschieden großen Flakes. Ich finde die verschieden großen eigentlich total genial, aber bei dem finde ich diese einfache Größe auch schön, weil der Farbton einfach toll ist. Und hier haben wir dann schon den nächsten. Und zwar die Farbe Stars and Stories. Das ist ein goldener Farbton, aber ein sehr helles, weißliches Gold. Der hat wieder die beiden verschiedenen Glitzergrößen drin und sieht auch wieder sehr hübsch aus. Und da seht ihr den dann nochmal genauer. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Das ist ein Grünton. Ich finde jetzt den zwar nicht wirklich herbstlich oder winterlich, wenn ich gestehen muss. Also die Farbe, weiß ich nicht. Aber trotzdem sehr hübsch. Der nennt sich My Big Green Wedding. Das finde ich passt auch irgendwie eher in den Frühling, weil, weiß ich nicht, Sommer, heiraten und Frühling, das passt jetzt irgendwie besser. Aber trotzdem ein schöner Farbton, da es jetzt noch Sommer ist, kann man ihn bestimmt auch mal tragen. Und da habt ihr sie alle nochmal dann zusammen und ich finde die echt absolut genial, die Farben. Also ich bin ein großer Fan von diesen Effekt-Toppern und freue mich jetzt auch schon auf die nächsten, weil ich habe noch welche von dem zweiten Event, die ich euch noch zeigen will. Da kommen dann nochmal einige sehr coole Farben, sogar mit Matt-Effekten dabei und so weiter. Also da, ja, ich bin einfach begeistert von diesen Nagellacken. Also alle Nagellacke, die ich jetzt euch in diesem Video gezeigt habe, gibt es dann auch in allen Filialen zu bekommen, also auch bei DM oder Putney. Und in meinem nächsten Video zeige ich euch dann wieder die Lacke, die es dann nur bei Müller zu kaufen gibt. Da gibt es dann auch wieder einige wunderschöne Farben. Ich hoffe, dass ihr die dann trotzdem irgendwie bekommen könnt. Dann habe ich noch ein Video gemacht über diesen Ombre-Lack. Falls euch das interessiert, sagt mir bitte Bescheid, dann zeige ich euch das in einem kurzen Video, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es ausprobiert und würde euch das gerne zeigen. Und dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Ich freue mich total über eure Kommentare und Däumchen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mich schon vermisst, ich werde bald wieder auch Videos normal drehen, bloß momentan habe ich ständig irgendwelche Augenentzündungen und mir geht es gerade nicht so optimal, deswegen tue ich mir da gerade ein bisschen schwer, aber das kommt auf alle Fälle noch, ich habe noch Ferien und daher werdet ihr mich hoffentlich nicht allzu lange vermissen müssen. Und jetzt habe ich eben ein paar solche Videos für euch, die euch hoffentlich auch gefallen. Also ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und freue mich über eure Rückmeldung und würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!